Und wenn Pflegebedürftige, die Demenz haben und so weiter, aus ihrem Umfeld rausgebracht werden. Und dann sollten die Bewohner aber 110 Senioren ausziehen. Und jetzt, man ahnt es, im besten Deutschland aller Zeiten, sind Asyleinwanderer eingezogen, weil das Ganze besser bezahlt wird. Ich habe davon gehört, ja. Und was sagen Sie dazu? Ich bin da sehr neutral. Ich habe keine Ahnung, was quasi die Stadt Berlin mit den alten Leuten macht oder wie die Wohnsituation für Flüchtlinge ist. Also bin ich da neutral. Also egal, was da passiert, oder? Naja, solange es sich um die alten Leute gekümmert wird, ist das doch in Ordnung. Wenn die Kapazitäten zur Verfügung stehen und die Leute werden halt quasi anderswo untergebracht, dann ist das doch in Ordnung, dass wir Flüchtlinge... Und wenn Pflegebedürftige, die Demenz haben und so weiter, aus ihrem Umfeld rausgebracht werden und das auf einmal alles ganz neu ist und sie ihre Wohnung selber suchen müssen, die müssen die selber suchen, ist das nicht schwierig für die Angehörigen? Meine Großmutter hatte auch Demenz. Ja. Also nach 5 Minuten wusste die nicht mehr, was los war.